Steuerberater, ja meistens so ein bisschen die Meister der Zahlen. Doch immer häufiger erlebt man es auch, wenn man so mit Kollegen sich unterhält und vor allem auch auf Kongressen und anderen Veranstaltungen ist, dass der ein oder andere Steuerberater sein Budget nicht in der Hand hat. Denn es ist eigentlich so, man hat den ganzen Tag nur mit Zahlen zu tun, doch manchmal vergisst man die eigenen Zahlen. Im heutigen Video möchte ich dich mal mitnehmen, und zwar wie man als Steuerberater richtig das Budget planen kann, vor allem auch langfristig dadurch Erfolge sichern kann und an der Stelle natürlich auch richtig feststellt, ja, welche Mandanten brauche ich eigentlich in Zukunft? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, es ist im Großen und Ganzen das, was eigentlich jeder Steuerberater oder dessen Angestellte den ganzen Tag machen. Sie erfassen Belege und machen eigentlich dann regelmäßig betriebswirtschaftliche Auswertungen für ihre Mandanten. Ich selber stelle es bei mir immer wieder fest, meine eigene Steuererklärung ist eigentlich die, die ich am spätesten irgendwann mache. Jetzt ist aber trotzdem so, dass man ganz klar sagen muss, hier ist eigentlich der wichtigste Hebel, um eine laufende Budgetplanung und Kontrolle durchzuführen. Denn, wie gesagt, klar, monatlich die Umsatzsteuervoranmeldung abschicken, da vielleicht mal grob über die Zahlen drüber schauen, aber viele Steuerberater haben das einfach nicht auf wöchentlicher oder sogar täglicher Basis hier im Kopf. Denn regelmäßige Budgetplanung muss jetzt nicht wirklich im Stundentakt sein oder täglich, aber zumindest alle 2 bis 3 Wochen sollst du hier schon dein Budget einfach im Blick haben. Denn so ist es natürlich auch bei großen Unternehmen, dass man da relativ schnell Ausreißer erkennt. Das Ganze bedeutet aber auch, regelmäßig Verträge zu prüfen. Hier Berücksichtigung von Fixkosten, variablen Kosten oder. Bestes Beispiel ist bei uns, wir haben es innerhalb von 1,5 Jahren geschafft, unsere, sag ich mal, Bürokosten mit Blick auf Papier, Ordner, sonstiges hier durch aggressive Digitalisierung von, sag ich mal, ca. 2.000 bis 5.000 Euro pro Jahr zu reduzieren auf natürlich hier weniger als 50 Euro pro Monat. Bei einer Verdoppelung aber auch der Mitarbeiterzahl. Das muss man auch mal sagen, weil, wie gesagt, so fixe Kosten wie Strom und ähnliches, Laptop und alles mögliche hat man ja eh schon, und deswegen kann man hier relativ schnell auch durch Digitalisierung einen Ansatzpunkt finden. Da haben wir aber auch genügend andere Videos dazu gemacht, das an der Stelle natürlich mal so als Side-Info. Grundsätzlich immer Verträge prüfen. Also wir haben es zum Beispiel auch im Jahr 2023 geschafft, nur durch die Vertragsprüfungen hier schon mal auch ganz klar uns, sag ich mal, zwischen 1,5 und 3.000 Euro pro Monat an Fixkosten bzw. auch variable Kosten zu sparen. Ganz einfach, wie hergegangen sind, hey, wo man sagt, okay, welche Fortbildungsmaßnahmen oder welche Flatrates, die sich irgendwann mal angesammelt haben, brauchen wir wirklich? Oder auch, wie viele, sag ich mal, Kommentierungen, also Online-Kommentierungen und sonstiges braucht man? Braucht man wirklich alle Kommentierungen oder reichen vielleicht 2 oder 3 aus, 2 oder 3 Datenbanken? Genauso natürlich Sonderausgaben. Hier nicht nur natürlich Kranken- und Pflegeversicherung und natürlich auch an der Stelle hier das Versorgungswerk, das hier mitgebracht werden muss. Nein, auch so Themen an der Stelle, wo man ganz klar sagt, hey, ich habe irgendwelche Sonderinvestitionen, schaffe vielleicht neue Hardware an, ja, mache vielleicht neue Software-Schulung für eine neue Software ein, sowas. Hier ganz klar Sparpotenziale ganz einfach identifizieren und nutzen, gleichzeitig aber auch ganz einfach Budget planen mit Blick auf zukünftige Investitionen. Und Investitionsziele müssen erstmal definiert werden, wo man sagt, naja, was ist denn eigentlich mein Plan am Ende dieses Jahres? Ganz klar, sowas machen vielleicht viele und sagen, hey, meine guten Vorsätze am Anfang des Jahres, aber sind die wirklich hier durchgehalten worden? Oder Investitionsalternativen, wo man ganz einfach sagt, hey, gibt es vielleicht Möglichkeiten, wo ich sage, ich spare mir vielleicht auf der einen oder anderen Seite hier Kosten, weil ich etwas anderes ins Boot hole, vielleicht auch eine andere Software. Ganz klar, es gibt natürlich den Branchenprimus Dativ, der sehr teuer ist, aber ist das wirklich das, was ich brauche, oder gibt es günstigere Alternativen? Oder zum Beispiel grundsätzlich auch Chancen und Risiken. Das ist aktuell in unserer Branche ja mit der gesamten Umwälzung, mit Blick auf die Überalterung des Personals, auch der Steuerberater, gleichzeitig eine Überalterung auch der Software bei vielen Steuerberatern. Hier der Ansatz, wo man sagt, ja, welche Chancen und Risiken habe ich denn eigentlich? Steuern mit Kopf ist viel mehr als YouTube. Auf steuermitkopf.de findest du unsere Online-Kurse, Fachbücher und natürlich auch die Möglichkeit, dir einen 1:1 Online-Beratungstermin mit mir zu buchen. Schau gleich mal vorbei. Dann natürlich am Ende Investitionsentscheidungen treffen. Problematisch ist natürlich, dass Steuerberater grundsätzlich ja hier keinen anderen Steuerberater mehr haben. Also es ist zumindest laut meinem
Kenntnisstand sehr selten, dass hier ein Steuerberater einen anderen Steuerberater hat. Wir haben zwar einige Fälle, wo man sagen, wir haben hier Branchenspezialisten zum Beispiel, die ausschließlich hier im Umwandlungssteuerrecht oder sage ich mal im internationalen Bereich tätig sind, die sagen, hey, aber Buchführung, Einkommensteuer, sonstige Standardfälle will ich nicht machen, das machst du für mich. Also haben wir auch Rechtsanwälte in dem Bereich, aber grundsätzlich schon mal hier auch der Fall, wo man ganz klar sagt, eigenverantwortliches Finanzmanagement. Es gibt im Normalfall keinen, der dann nochmal sagt, hey, das stimmt so nicht oder das könntest du besser machen, was ja eigentlich die Aufgabe des Steuerberaters ist. Einnahmen und Ausgaben lassen sich, wie gesagt, hier grundsätzlich sehr einfach unterteilen. Musst du eben schauen, vor allem auch mit der Stundensatzkalkulation, hier sich überlegen, naja, habe ich vielleicht die Stundensätze hier noch von anno dazu mal, rechne ich vielleicht hier nach der Steuerberatervergütungsverordnung ab oder habe ich höhere Stundensätze und natürlich auch, muss ich diese Sparpotenziale laufend ganz einfach finden. Ganz wichtig ist auch natürlich, dass hier die eigene Budgetplanung auch das Honorar beeinflussen kann. Bedeutet an der Stelle, ja, wenn ich festgestellt habe, was sind denn eigentlich meine Fixkosten? Also sprich ganz klar, sich einmal hinzusetzen und sagen, okay, ich habe Stromkosten, ich habe diese Personalkosten, ich habe das. Und setze mir wirklich eine komplette Liste, also ich mache das wirklich hier regelmäßig im Quartalstakt, da ich mich hinsetze und schaue, okay, welche Verträge, welche Ausgaben, ich gehe auch richtig in die Positionen, in den Konten bei uns, in der CIROC, also auch in der RNHS rein und schaue mir auch bei Steuer mit Kopf das immer wieder an und sage, okay, welche Position haben wir, was brauchen wir noch, was können wir uns eigentlich wirklich hier sparen und damit hat man hier immer wieder gute Ansätze, wirklich auch den Gewinn noch einmal zu erhöhen oder festzustellen, oh, uns laufen gerade die Kosten davon und wir können nicht nach unten hinweg, also Sparpotenziale schaffen, sondern müssen potenziellerweise nach oben hinweg, bedeutet an der Stelle, dass wir ganz einfach zum Beispiel, ja, sag ich mal, unsere Honorare erhöhen und dann einfach hier, sag ich mal, andere Ansätze finden. Grundsätzlich auch hier natürlich noch der wichtige Hinweis, immer Ziele definieren, Ziele setzen und damit darauf hinarbeiten. Denn wie gesagt, Gewinnziele, Umsatzziele sind eigentlich das, wo man am Ende das Beste hat. Dann würde mich natürlich interessieren, was sind deine Meinungen noch dazu? Lass es uns unten in der Infobox wissen. Hast du gewusst, dass es auch Online-Kurse, Fachbücher und vieles mehr von Steuer mit Kopf gibt? Schau doch gleich mal auf www.steuermitkopf.de vorbei und klick dich durch. Denn du weißt ja, Steuern spart, wer Steuern plant.